Servus Chris, ich möchte mich vorstellen, die Zusatzplatine für einen RVR-Mikrocontroller von Bollin Elektronik. Ich habe mir einmal einen Bausatz dafür besorgt, direkt bei Bollin Elektronik. Den kann man entweder fix fertig abstellen oder selber löten. Mein Problem war eher die 9 Volt Betriebsspannung für einen Bausatz. Ich wollte sie nicht mit 9 Volt betreiben, sondern mit 12 Volt. DC, weil das eher eine gängigere Schaltspannung ist bei meinen ganzen Elektronikbauteilen. Und somit haben wir die Idee entwickelt, mir selber eine Platine zu bauen, um die mit 12 Volt DC zu betreiben. Und das will ich euch jetzt zeigen. Für den Bau meiner eigenen Relais-Platine habe ich zuerst einmal einen Schaltplan entworfen, wobei ich hier einen 25-voltigen Sub-T-Stecker verwende, der was kompatibel ist mit einem RVR-Board. Hier habe ich einmal die 4 Eingänge auf Klemmen gelegt. Oben sehen wir die 12 Volt. Der Sub-T-Stecker wird auch einmal mit Masse verbunden. Und ich kann bis zu 8 Relais mit dem RVR-Board schalten. Hier sehen wir das Relais, ein 12-Volt-Relais, eine Freilaufdiode, sehr empfehlenswert einzubauen. Hier ist noch ein kleiner Vorwiderstand gegenüber einer Kontroll-LED, wo ich sehe, ob das Relais schaltet oder nicht schaltet. Unten befindet sich der Transistor, der 2N2222 mit einem Vorwiderstand von 1 Kiloohm. Über die 5 Volt DC-Spannung wird die Steuerspannung über den Vorwiderstand auf den Transistor geleitet. Der wiederum schaltet mir durch und das Relais zieht an. Genauere Pin-Belegungen und detaillierte Angaben habe ich da rechts in der kleinen Infoleiste noch dazu geschrieben. Das Anfertigen der Platine ist im Verhältnis, wenn man geübt ist, relativ kinderleicht. Im nächsten Schritt sehen wir die fertige Platine mit den ganzen Komponenten, die Relais, die Klemmleisten, eine Sicherung habe ich auch noch eingebaut. Leider Gottes ist mir die Unterseite, da ich es nicht geätzt habe, sondern im ersten Versuch nur mit Kabel, mit WTF verbunden habe, ist nicht relativ schön geworden. Hier sehen wir das fertige Produkt, das AVR-Board mit der Relaisplatine in einem Schaltgehäuse eingebaut. Und im weiteren Schritt haben wir dann überlegt, okay, wie machst du das besser? Besser machst du es natürlich, wenn man eine Leiterplatine ätzt. Und dazu haben wir verwendet das Programm Sprint Layout von der Firma Abacom. Und hier sehen wir einmal das Layout, wie es funktioniert. Und ich würde gerne jeden, der das Interesse hat, die Schaltpläne sowie auch die Dateien des Sprint Layouts zur Verfügung stellen. Also wer will, liken, abonnieren und mir einfach eine E-Mail schreiben auf der eingeblendeten E-Mail-Adresse und ich schicke euch die jeweiligen Dateien zu. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.